Hallo ihr Lieben, heute soll es nochmal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben und zwar soll es heute um diese beiden Bücher gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Ewig Dein von Janet Clark. Das ist der erste Teil der Deathline-Reihe und ich muss sagen, dass mir dieses Buch ultra gut gefallen hat. Ich hatte beim Lesen voll das Twilight-Feeling. Ich weiß nicht, ob ihr Twilight gelesen habt, aber ich hatte bei Twilight damals so ein ganz, ganz tolles Gefühl beim Lesen. Es hat gekribbelt und ich liebte diese Geschichte einfach total und ich war so gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, was da alles noch passiert. Und genauso ging es mir bei Ewig Dein. Ich fand die Geschichte von vorne bis hinten absolut perfekt, absolut toll. Ich feiere dieses Buch total und ich bin so gespannt, wie das Ganze weitergeht und wie sich das Ganze noch entwickelt. Und ich hoffe, dass der zweite Teil ganz, ganz schnell erscheinen wird, denn ich möchte das auf jeden Fall weiterlesen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen. Ich erkläre euch jetzt aber trotzdem erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In Ewig Dein geht es um Josie. Und Josie lebt mit ihrem Vater und ihrem Bruder auf einer Pferderanch. Und Josie und ihr Bruder helfen halt immer bei dieser Ranch mit und müssen halt natürlich mit anpacken und kennen sich natürlich halt auch entsprechend mit Pferden und allem aus. Die Geschichte beginnt am letzten Schultag und da findet immer ein großes Fest in der Stadt statt. Und es ist so, dass zu diesem Fest nicht nur die Stadt kommt und die Touristen, sondern auch die Ureinwohner. Und die werden von allen dort nur Greenies genannt. Und ja, alle feiern dann zusammen quasi bei diesem Fest. Es gibt dann dort so einen kleinen Bullriding-Wettbewerb, an dem Josie teilnimmt. Und sie hat eine Wette mit ihren Freunden abgeschlossen. Und ja, diese Wette scheint sie eigentlich zu gewinnen, bis Ray auf der Fläche auftritt. Und Josie ist sofort fasziniert von ihm und trifft dann später auch nochmal auf Ray und dann verschwindet er. Einige Tage vergehen und Josie und Ray treffen wieder aufeinander und irgendwas scheint aber anders an ihm zu sein. Und dann ist es so, dass dort auf einmal in dieser Stadt mysteriöse Ereignisse stattfinden und beginnen. Und Josie und ihre Freunde wundern sich, was da denn genau los ist, denn es fängt quasi im Geschäft der Eltern ihrer Freundin an, dass dort die ganze Elektronik verrückt spielt und dann sind dort mysteriöse Schatten und alles ist sehr, sehr fragwürdig. Und ja, was Ray mit diesen Schatten auf sich hat und warum er nach einigen Tagen verändert wieder auf der Bildfläche erscheint, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich möchte nicht so viel zur Geschichte verraten, denn ich habe auch jetzt nicht wirklich viele Informationen zur Geschichte gehabt, außer das, was halt hinten auf dem Klappentext steht. Und da steht jetzt halt quasi noch als zusätzliche Information, dass Josie schon immer von einem besonderen Schicksal geträumt hat. Und dass der Sommer, der jetzt vor der Tür steht, ihr Leben für immer verändern wird und ihr Schicksal besiegeln wird. Und ja, dass sie dann halt den mysteriösen Ray kennenlernt und das von dem Moment an nichts mehr ist, wie es einmal war. Und ja, ich fand, das hat sich einfach ultra gut angehört und dieses Buch hat mich nicht enttäuscht. Die Handlung war wirklich mega, mega gut. Dieses Fantasy-Element, was in diesem Buch drin vorkommt, ist da auch sehr zurückgenommen, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und ich fand halt, die Geschichte hat sehr, sehr viele Krimi-Elemente, weil man versucht ja dann dort herauszufinden, was dort genau los ist. Und dann passieren der Protagonistin in diesem Buch immer verschiedene Sachen und man fragt sich, was hat das Ganze mit ihr zu tun? Was hat Ray mit der ganzen Sache zu tun? Und was steckt denn alles genau da dahinter? Und das herauszufinden beim Lesen, das hat ultra viel Spaß gemacht und ich fand, es war wirklich so ein kleiner Krimi, den man hier mit drin hatte und dass das Ganze auf einer Pferderanch spielt, ne? Kleine Mädchenträume, welches kleine Mädchen wollte nicht gerne auf einer Pferderanch wohnen und dort den ganzen Tag tolle Sachen machen. Die Annika hat gesagt, sie hatte beim Lesen so das Gefühl von McClouds Töchter. Kennt ihr diese Serie noch, wo die Mädchen da auf dieser Pferderanch sind? Und so kann man das aber auch sagen. Also ich hatte auch diese Ranch im Kopf und ich hatte gutes Kopfkino bei dem Buch auf jeden Fall. Und wie gesagt, von der Handlung her hat es mir ultra gut gefallen. Das Ende war sehr, sehr traurig und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze hier weitergeht und was mit Ray, Josie und den anderen noch passieren tut. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ganz, ganz tolle Handlung. Zu den Charakteren kann ich auch nur sagen, dass mir Josie von der ersten Seite an ultra sympathisch war. Also Josie ist vom Charakter her wirklich ganz, ganz toll. Sie ist ein normales Mädchen, die halt weiß, mit anzupacken, weil sie halt auf dieser Pferderanch groß geworden ist. Sie ist jetzt nicht übertrieben selbstbewusst, sie ist jetzt aber auch nicht absolut schüchtern, sondern sie ist da völlig normal und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Ray ist auch ein ganz, ganz toller Charakter. Er ist ein sehr besonnener Mensch. Er ruht in sich selbst und das merkt man halt beim Lesen auch immer wieder.
Und man fragt sich die ganze Zeit, Mensch, was ist denn nur mit dem passiert? Was ist denn nur los? Und als das Ganze dann rauskommt und man das Ganze erfährt, denkt man nur so, ach du Scheiße, meine Fresse, krass. Und ja, man tut mit den Charakteren auf jeden Fall schon mitfiebern und mitfühlen. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Nebencharaktere haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also was jetzt die Freunde von Josie betrifft und die Familie von Josie und die anderen Nebencharaktere, die da hier noch eine gewisse Rolle mitspielen, hat mir alles wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Vom Setting her, wie gesagt, befinden wir uns in Amerika auf einer Pferderanch, welche an ein Indianerreservat halt mit angrenzt. Und ja, mochte ich total. Tolles Setting. Ich muss auch sagen, dass Janet Clark vom Schreibstil her hier alles wunderbar beschrieben hat. Ich konnte mir die Orte, die Szenen, ich konnte mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten hat sie einen sehr, sehr schönen, leichten Jugendbuch-Schreibstil, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich dadurch echt sehr, sehr gut in die Geschichte eintauchen konnte. Und ja, ich mochte das Buch rundum. Ich kann nur sagen, tolle Charaktere, tolle Handlungen, tolles Setting, toller Schreibstil. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Und mein Fazit zu Ewig Dein ist, dass es eine ganz, ganz tolle Jugendbuchgeschichte ist. Es ist jetzt keine Geschichte, die vor Action strotzt. Es ist keine Geschichte, die vor Fantasy-Elementen strotzt. Also wer sowas gerne liest und sowas braucht, den würde ich dann eher abraten. Es ist eine sehr, sehr ruhige Geschichte mit einem Fantasy-Element und einer Liebesgeschichte natürlich. Und ich mochte sie total und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann euch Ewig Dein aber wirklich nur empfehlen. Ich fand es ganz, ganz toll und freue mich schon auf den zweiten Teil. Und das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Der Prinz der Elfen von Holly Black. Als allererstes erstmal gesagt, dieses Buch scheint ein Einzelband zu sein. Yay, keine Buchreihe, sondern eine Einzelband. Wie cool ist das denn? Also die Geschichte ist auf jeden Fall in sich abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Autorin da noch eine Reihe draus macht und ob da noch was kommt, aber fürs Erste scheint das Ganze in sich abgeschlossen zu sein, was ich sehr, sehr cool finde. Und in diesem Buch geht es um Hazel. Und Hazel hat einen Bruder, er heißt Ben. Und die beiden sind als Kinder immer durch den Wald gestriffen und haben halt Räuber und Gendarm und Ritter und Bade und was weiß ich nicht was gespielt. Und in der Stadt, wo die beiden leben, in diesem Wald, gibt es einen gläsernen Sarg. Und in diesem Sarg schläft ein gehörnter Junge, ein Elf. Und die beiden versuchen von klein auf herauszufinden, was es mit diesem Elf auf sich hat. Und ja, erzählen dem Elfen halt immer ihre Geschichten und ihre Geheimnisse und fühlen sich dem Elfen halt auch ganz, ganz verbunden. Und dieser Elf liegt dort schon ganz, ganz viele Jahre. Also auch als ihre Eltern noch Kinder waren, lag er schon in diesem Sarg. Und Generation um Generation sind halt mit diesem Elfen aufgewachsen. Und eines Tages ist es so, dass der gläserne Sarg auf einmal leer ist. Und die Frage stellt sich natürlich, was ist mit dem Elfenprinzen passiert und was hat das Ganze jetzt für Konsequenzen? Und das ist so das Grobe, worum es in Der Prinz der Elfen denn geht. Also von der Handlung her hat mir das Buch schon sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich hatte diesen holprigen Start, wo ich nicht so gut in die Geschichte reingekommen bin. Aber als ich dann einmal drin war, dann lief das auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, dass ich das Ende auch wirklich gut fand. Ich fand die Ansätze in dieser Geschichte gut. Es war mal wieder eine Geschichte, die nicht so 0815 war, sondern auch schon sehr, sehr gut durchdacht. Mit einigen Verzwickungen mit drin und einigen Plot-Twists, die man auch teilweise so nicht kommen sieht. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Das war ja auch mein erstes Buch von Holly Black. Ich habe ja vorher von der Autorin noch nichts gelesen und muss sagen, dass mir wirklich die Art und Weise, wie sie die Geschichte aufgebaut hat, wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Zu den Charakteren kann ich sagen, dass ich Hazel und Ben wirklich sehr, sehr mochte, als die zwei Charaktere, die hier hauptsächlich im Vordergrund stehen. Also unsere Protagonistin ist Hazel in diesem Buch. Dieses Buch wird größtenteils von Hazel erzählt. Es ist aber eine Erzählerperspektive und jetzt keine richtige Ich-Perspektive. Ansonsten fand ich Hazel vom Charakter her wirklich voll cool. Sie ist ein schon sehr toughes Mädchen und ein sehr, sehr starkes Mädchen, die aber auch eine gewisse Verletzlichkeit und Ängste halt in sich trägt. Und sie versucht halt nach außen immer so die Taffe zu sein und es ist schön dann zu sehen in der Geschichte, wie sie halt aber auch ihre Schwächen hat. Und bei Ben ist es quasi genau umgekehrt. Er ist eigentlich mehr so der weichere von den beiden, der ängstlichere von den beiden, der aber hier drinnen doch einen harten Kern hat und wenn es drauf ankommt, da auch Hazel da auch zu Hilfe eilt. Und ich fand die Kombination von den beiden Geschwistern wirklich sehr, sehr cool in der Geschichte. Dann gibt es dort noch Jack und Carter als Nebencharaktere, wo
Wobei Jack hier eine etwas größere Rolle noch mitspielt in diesem Buch. Jack ist auch etwas ganz, ganz Besonderes. Genauso wie der Prinz der Elfen, der ja hier auch etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und ich muss auch sagen, dass mir der Charakter vom Prinzen quasi gut gefallen hat. Er war mir sympathisch. Ich war nur bei 2, 3 Sachen, was er da getan hat, dachte ich mir nur so, warum tust du das jetzt? Was habe ich jetzt nicht verstanden? Kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen, aber okay, ich nehme das jetzt so hin. Ich denke nicht weiter drüber nach, es ist jetzt einfach so, lassen wir das Thema. Ansonsten fand ich die Charaktere gut, ich mochte auch den Bösewicht in der Geschichte, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der war so richtig schön böse und fies und intrigant und ja, fand ich cool, fand ich gut. Und auch das Ende, wie das Ganze am Endeffekt ausgegangen ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und seitdem kann ich sagen, dass die Geschichte hier wieder in Amerika spielt, in dem kleinen Städtchen Fairfold, in dem Licht so ist, wie es scheint. Und ich muss sagen, dass mir das Setting im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Wir haben hier einen ganz, ganz großen Teil der Geschichte, der einfach im Wald spielt. Und ich muss sagen, dass die Fantasy-Welt, die hier in diesem Buch ja mit drin vorkommt, dass mir das auch sehr, sehr gut gefallen hat, wie das Ganze so beschrieben wurde. Ich konnte mir das Ganze gut vorstellen. Ich konnte die Szenen beschreiben, der Autorin gut nachvollziehen. Ich hatte auch mit Kampfszenen oder sowas keine Probleme, was die Beschreibungen betrifft. Zum Schreibstil von Honey Black kann ich nur sagen, dass wir hier keinen einfachen Jugendbuch-Schreibstil haben. Ich finde, der Satzaufbau ist schon ein bisschen komplizierter und auch die Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählt, ist nicht ganz so einfach und locker leicht, was ich aber nicht schlimm fand. Also ich, wie gesagt, nachdem ich einmal in der Geschichte drin war, hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich mochte Der Prinz der Elfen auf jeden Fall. Ich würde euch diese Geschichte empfehlen, wenn ihr sehr, sehr gerne Fantasy-Geschichten lest, wenn ihr gerne Elfengeschichten lest, dann ist das definitiv ein Buch für euch und ja, mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht. Das waren 2 meiner zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher schon kennt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.